Ich möchte eigentlich am liebsten damit starten, dass wir alle wieder mal einen ganz, ganz, ganz tiefen Atemzug nehmen. Und zwar, wenn es geht, wirklich einen tiefen Atemzug der Freude. Wie auch immer sich gerade Freude für dich einatmen lässt. Und sei es einfach nur ein Gedanke von Freude, sei es eine Vorstellung von Freude, sei es ein Gefühl von Freude, was immer es ist, ein Bild, aber etwas von Freude wirklich in dich einzuatmen, dich ganz weit für sie zu machen. Deinen Bauch ganz weit so dafür zu machen, deine Lunge. Und durch die Nase ganz tief alles einzuatmen, was auch nur ansatzweise nach Freude riecht. Mach dich ganz weit. Und lass Freude deinen Körper, jede Zelle, jede Faszie, einfach alles von deinem Körper und darüber hinaus von ihr fluten. Und beim nächsten Einatmen atmet nochmal tief ein und dann haltet den Atem ein ganz klein wenig, ein paar Sekunden, bis ihr ihn ganz bewusst wieder ausatmet. Und nach dem Ausatmen haltet ihn da auch noch ein wenig, bevor ihr wieder einatmet. Und wieder anhaltet. Und ausatmet. Und wieder die Freude, nachdem ihr ein kleines wenig angehalten habt, am Ende des Ausatmens wieder einatmen. Anhalten und bemerken währenddessen, was sich in euch tut, wie sich diese Freude vielleicht verbreitet. Und ausatmen, bemerken, wow, was tut sich, wenn ich diese Freude auch durch das Ausatmen wieder ausstrahlen lasse. Und haltet ein wenig an am Ende des Ausatmens, merkt wieder, ah, wow, was passiert mit der Freude, wenn ich hier innehalte und kontempliere. Und dann atmet wieder ein und lasst ganz einfach den Atem jetzt wieder fließen. Und letzten Endes ist dieser Vorgang Leben. Dieser Vorgang ist bewusstes Leben. Bewusstes Einatmen, bewusstes Innehalten und erfahren, was ich eingeatmet habe. Diese angereicherte Erfahrung wieder auszuatmen. Und die ist schon was völlig anderes, als was eingeatmet wurde. Und dann wieder innezuhalten und zu betrachten, zu erfahren, wie sich das anfühlt, das ist erschaffen, das ist Schöpfung. Oder? Und das soll heute auch das Thema sein, zumindest das Eingangsthema, mal in sich zu gehen, kurz, und sich wirklich mal zu fragen, als hättest du dir diese Frage in deinem ganzen Leben noch nicht gestellt. Was empfinde ich eigentlich als erschaffen? Was ist eigentlich für mich erschaffen? Wann empfinde ich mich als Schöpfer oder als Schöpferin? Was muss da sein? Was muss geschehen, wenn ich erschaffe? Ja, kein Verstand, kein Zitat, kein gar nichts, was ihr irgendwo gelesen habt, sondern 1a, deine Erfahrung, dein Moment, den du teilst, wenn du berichtest, was für dich erschaffen ist. Und vielleicht ist es auch kein Wort. Vielleicht ist es ja ein Schrei oder eine Bewegung oder was auch immer. Ja, es geht darum, exakt, komplett urteilsfrei
den Schöpfer in dir in jedem Augenblick zu würdigen und ihn nicht niederzumachen und klein zu machen mit dem, was wir hier so schön Gedanken nennen. Die von vorne bis hinten auf Konzepten und Glaubenssätzen beruhen, ja, die uns beschränken, die uns begrenzen, die uns die Freude, die wir eigentlich daran hatten, nehmen und die dann sagen, ach nee, lieber doch nicht. Ja, ich bleibe lieber da, wo ich bin, da passiert mir nichts, da kann mich niemand angreifen. Ich kann niemand je angreifen, es sei denn, ich möchte die Erfahrung machen eines Angriffs. Ja, aber Schöpfung ist dieses komplett Kindliche, das nicht nachfragt, das nicht schon vorgefertigt irgendwas vorausdenkt, was passieren könnte und so weiter, sondern raus. Weil es ohnehin schon da ist, weil es ohnehin schon erlaubt ist. Gott erlaubt es die ganze Zeit, sonst könnte es nicht da sein. Ja? Und ich sage dann aber, ach nee, ist vielleicht ein falscher Gedanke. Ja? Aber eigentlich hat er mich inspiriert vorher, gebe ich es doch zu. Ja? Also einfach in diesem Geist mehr zu sein, mehr, also wirklich zu bemerken, wo habe ich Urteile, wo habe ich Gedanken, die das schon wieder begrenzen, die das schon wieder irgendwie so ein bisschen niedermachen. Und eben auch ganz interessant, so dieses, ach, was denken dann vielleicht andere von mir? Ja, dabei war es eigentlich die ganze Zeit, am Anfang stand der Funken. Und der war rein. Der war komplett rein. Du weißt gar nicht, was dich vielleicht an dem Bild oder so, ne, was dich da eigentlich inspiriert hat. Ja, und dann schauen wir auf die Worte. Och, wie schade. Wie schade eigentlich. Ja. Dabei war der ganze Sinn hinter den Worten versteckt und hinter dem Bild. Das hast du gerade großartig beschrieben, wie ungreifbar Schöpfung wirklich ist und Ausdruck, den wir ihnen in irgendeiner Form geben, wird dem nie wirklich gerecht, sondern kann immer nur die Schwingung und Frequenz von etwas vermitteln, das wir empfunden haben. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, ja, dann erst ist für mich wirklich alles Schöpfung, weil Schöpfung ist es wirklich erst dann, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich der Erschaffer von allem bin, was ich hier erfahre und das dann genieße, ja, einfach weil ich weiß, was ich bin und was ich mir erschaffe. Da in dem Augenblick, wenn ich wieder weiß, dass ich der Schöpfer bin, erst dann ist es Schöpfung. Erst dann hat auch der ganze Geist etwas davon, weil es in diesem Spirit des Bewusstseins des Ich bin der Schöpfer entsteht. Ja, und das ist das Licht, das leuchtet. Das ist echt das Licht, das sich vorträgt, egal, ob ich da jetzt einen Bauchtanz mache oder ob ich einen Reifen anmontiere oder ein Unkraut jäte oder was auch immer. Ja, wenn ich weiß, dass ich diesen Augenblick in seiner Fülle erschaffe, dann trägt sich diese Schwingung sofort weiter. Also sich dessen bewusst zu sein, dann fängt das Leben erst an, Spaß zu machen. Ja, und dafür ist es da. Es soll Spaß machen von Anfang an. Lass es durchkommen. Es muss nicht stimmen. Es muss für niemanden Sinn machen. Niemand muss es verstehen. Es muss nicht logisch sein. Es muss nicht irgendeinem Werk entsprechen. Ich bin hier. Und ich teile jetzt. Und wer es falsch findet oder uninteressant oder der muss es doch, der kann sich von was anderem inspirieren lassen. Es geht hier nicht darum, richtig zu sein, schlau zu sein oder auch ein Konzept darüber, was ich wohl tun muss, um andere zu inspirieren. Das ist alles schon letzten Endes Ego. Ja, aber wenn ich einfach in dem Moment blühe und sage, so, das sage ich jetzt einfach. Das ist nicht, also das, was ich sage, ist vielleicht nicht die absolute Wahrheit, aber die absolute Wahrheit liegt darunter, einfach, weil ich sage, hier bin ich und
Ich kann hier sein, ich kann existieren und ich kann meine Freude teilen. Und da ist wirklich das Unendliche drunter. Da ist das Unveränderliche drunter. Da ist das Wahre drunter. Und die Worte können auf der anderen Ebene so falsch sein, wie nur irgendetwas. Wenn ich aber Freude dabei habe oder wenn ich mich dadurch inspiriert fühle, dann überträgt sich einfach die Inspiration. Und die Leute wissen selber nicht, warum sie jetzt vielleicht irgendwie fröhlicher sind oder plötzlich eine Idee haben. Und sie haben das noch nicht mal vielleicht in Verbindung gebracht mit dem, was sie da jetzt gerade gehört oder gelesen haben. Wir müssen keine Ahnung haben, wie sich unser Teilen, unsere Inspiration fortsetzt. Das kriegen wir wahrscheinlich noch nicht mal mit. Wahrscheinlich kommt es irgendwo bei so einem 17-Jährigen in China an. Was weiß denn ich? Ja? Aber mir darüber keine Sorgen zu machen, ist schon mal das Erste. Ja? Und es ist wahr und authentisch für mich, wenn ich darin etwas erfahre, das mich in irgendeiner Weise erweitert. Das, was ich eigentlich wirklich ausdrücken möchte, ist jenseits jeden Ausdrucks. Ich kann das gar nicht ausdrücken in Worten. Aber es überträgt sich, ich muss das gar nicht mit Worten ausdrücken. Es überträgt sich auf einer völlig anderen Ebene und es kommt zurück und erweitert mich dadurch wieder. Ja, das Ganze ist ein einziger, also es ist wirklich alles, alles komplett, jeder Augenblick ist ein einziger Schöpfungsprozess, Schöpfungsmoment. Und je stärker ich daran teilhabe und offen bin für dieses Gefühl von alles ist gerade in der Schöpfung begriffen. Und das Einzige, was das sozusagen in meiner Wahrnehmung stören kann, ist, wenn ich ein Label draufsetze und wenn ich etwas begrenze. Wirklich neugierig nachzuforschen, wo hier in allem wohl die Schöpfung liegt. Für mich. Und das kann alles Mögliche sein. Alles hat immer wieder, also ruft uns immer wieder dazu, wahrzunehmen, dass ich hier der Schöpfer bin, dass ich hier die Macht habe, eine Situation wahrzunehmen und bewusst zu erleben, wie ich sie erleben möchte. Und ich in keinem einzigen Augenblick in meinem Leben jemals machtlos gewesen bin, machtlos bin oder jemals machtlos sein werde. Ich bin und bleibe der Schöpfer. Und also das merke ich auch sehr stark, dass also das Schöpfen wirklich fortlaufend ist. Das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie eine Inspiration habe und sage, boah, jetzt mache ich hier, weiß ich nicht, die Veranstaltung oder ich mache einen Singkurs oder also selber, ja, oder was auch immer. Und das Ding ist, dass wir dann häufig irgendwie meinen, oh, das ist jetzt mein Projekt und da gebe ich jetzt meine ganze Freude rein und das manifestiere ich jetzt und so weiter. Ja. Und in dem Moment stagnieren wir aber schon wieder. Schöpfen heißt, dass wir immer weiter säen. Dass wir wirklich wie so ein Garten haben und da steht ja auch nicht nur eine Blume, wo ich jetzt aufpasse, dass die jetzt auch wirklich wächst. Ja, und genauso wird, wie ich mir das vorstelle. Das wird sowieso niemals der Fall sein, sondern dass wir uns wirklich diesen ganzen Garten anlegen und die ganze Zeit uns gewahr werden, dass wieder was Neues entsteht und dass auch sozusagen dieser letztendliche Ausdruck in Form, also quasi das letzte Glied in der Schöpfungskette sozusagen ist. Das heißt, das, was ich mir in der scheinbaren Gegenwart dann vielleicht manifestiere, das ist eigentlich der Ausdruck eines Gedanken, den ich vorher hatte, sprich der Ausdruck eines vergangenen Gedankens. Ja, das heißt, um stetig in dieser Schwingung zu bleiben, zu wissen, dass ich der Schöpfer bin, ja,
geht es darum, die ganze Zeit hindurch mein Bewusstsein darauf zu haben, dass ich weiter und weiter und weiter und weiter und weiter erschaffe. Das heißt, ja, nicht nur den Fokus die ganze Zeit nur auf eine Sache zu richten, damit habe ich sie schon abgetötet, sondern zu merken, okay, und was bewegt mich jetzt und was bewegt mich jetzt? Und Gott ist nicht linear logisch, ja, sondern das, was, also von oben sozusagen, würden wir sehen, dass das total Sinn macht, aber von uns aus gesehen ist das so ein Zickzack und runter und durcheinander, ja, und hat keinen roten Faden. Und das ist auch häufig, also zumindest bei mir ist das auch immer mal wieder vorgekommen, dass ich gedacht habe, so, habe ich jetzt den Faden verloren oder was ist denn jetzt los? Irgendwie vor 2 Wochen wollte ich noch das und jetzt bin ich plötzlich hier und ha. Und es war einfach nur dieses, ich folge dem Impuls. Es scheint jetzt keinen Sinn zu machen. Aber ich habe eine Bestätigung davon, dass das einfach komplett der gelebte Moment für mich war. Und ja, all das, was da jetzt Neues draus entsteht, ja, es ist alles ein Fluss. Ja, die Schöpfung ist ein Fluss. Und der fließt. Und der fließt durch dich. Und du fließt. Und wir merken genau, wann wir feststecken. Wir merken, wie sich das anfühlt. Ja, weil wir uns gegen den Fluss stellen. Ja, der sagt, aber das ist doch jetzt vorbei, jetzt geht doch das Neue los. Und du hältst die ganze Zeit noch an dem fest, weil du denkst, das habe ich doch noch gar nicht fertig oder was auch immer. Ja, und so ist Gott aber nicht. So denken wir in der Form. Und deswegen, ja, tut sowas halt auch immer mal wieder weh, weil wir da schon gar nicht mehr im Fluss der Weisheit sind, die uns die ganze Zeit trägt und sagt, jetzt mal ruhig, alles in Ordnung, bleib entspannt, lass dich einfach tragen, das muss für dich keinen Sinn machen, schalt die Gedanken ab. Und alles wird kommen. Wenn du es selber fließen lässt, dann fließt es auch zu dir. Ja, dann musst du dir keine Gedanken machen, wenn du deiner Freude folgst, werden plötzlich die Finanzen von selbst geregelt, werden bestimmte Leute zu dir kommen, werden sich andere Dinge auftun, wirst du vielleicht die neue Wohnung bekommen, die du schon seit 2 Jahren suchst und alles wird sich ergeben, weil du fließt und fließen lässt. Ja, und das ist immer das, wo sich der Verstand natürlich gegen sträubt, weil das gegen das Konzept geht, das er sich selbst oktroyiert hat. Aber es auszuprobieren, experimentierfreudig zu sein, neugierig zu bleiben, was, mein Gott, was kann denn schon groß passieren? Wir haben es doch alles schon durch. Dann lassen wir es doch einfach mal fließen, dann gehen wir doch mal mehr ins Erschaffen, dann gehen wir doch mal mehr in das, was wir vielleicht als sinnlos betrachten oder als unbekannt und lassen uns einfach mal überraschen, was denn da wieder Spektakuläres bei rauskommt. Ja? Das wäre jetzt so meine Empfehlung. Was ich noch gerne sagen wollte, ist, dass ich auch dem Rechnung trage, indem als auch meine nächsten Veranstaltungen wirklich sehr in diesem Spirit sein werden. Zunächst einmal auf der Ebene von Macht, dieses typische Gefühl von Machtlosigkeit, das unser Leben so durchzieht. Angefangen von, weiß ich nicht, vielleicht schon mit unserer Geburt, wenn wir uns daran erinnern können, oder mit Situationen, wo wir das Gefühl hatten, also wir sind jetzt machtlos. Und genau diese Situationen durchzugehen und zu bemerken, dass ich in nicht einer einzigen Situation jemals machtlos war. Und es zu fühlen, meine Macht wieder zu fühlen, die ich in dem Augenblick hatte. Und was habe ich mit dieser Macht in dem Augenblick gemacht? Ich habe sie auf eine Person oder auf eine Situation draufgetan und habe gesagt, ich nutze jetzt meine Macht dafür, zu erfahren, wie es ist, machtlos zu sein. Und ich kann euch sagen, was passiert, wenn wir wirklich jede dieser Situationen, und die kommen wieder hoch, die steigen wieder hoch. Wenn wir jede dieser Situationen einmal aufnehmen und unsere Macht
in der Situation der Machtlosigkeit erfahren und sie so wieder zu uns zurückholen, weil sie niemals irgendwo anders war als bei mir. Und gleichzeitig, wenn ich in irgendeiner Weise einen Gedanken hatte, ich müsste jetzt die Macht von jemand anders stehlen, um selbst welche zu haben, in welcher Form auch immer, auch das wieder in meinen Geist wirklich rückgängig zu machen und zu sagen, ah, Moment, ich kann hier niemandem irgendetwas stehlen oder nehmen, weil diese Macht in uns allen gleich vorhanden ist. Und ich konnte das nie, aber ich muss es jetzt auch für mich selbst noch einmal annehmen, dass ich niemandem je irgendeine Macht stehlen konnte, weil ich selber in dem Moment ein Gefühl und einen Gedanken von Mangel an Macht hatte. Und einfach dieses Gefühl und diesen Gedanken, dieses Konzept, diesen Glaubenssatz von ich kann machtlos sein, einfach als das wieder anzukennen. Ja, ich kann mit dem Gedanken der Machtlosigkeit spielen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich muss mir aber dessen bewusst sein, dass ich es bin, die sich jetzt gerade eine Erfahrung von Machtlosigkeit in ihr Gewahrsein reinholt. Und dann, Leute, dann können wir sogar diese Situation von scheinbarer Machtlosigkeit richtig genießen. Und dann sind wir wieder Schöpfer. Und das zu tun, und ich biete ein Fokuswochenende an, wo es darum geht. Ich biete auch nochmal einen ganz dezidierten Livestream an, direkt an dem Tag danach, der auf YouTube sein wird und wo ich auch noch nicht weiß, wie lange der geht. Aber zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, wo ich diese Meditation wirklich ganz ausführlich einmal mache. Und ich empfehle, dass man das dann wirklich auch eine ganze Woche lang mit sich macht und wirklich sich Zeit nimmt, diese Situationen in seinem Leben wieder hervorzuholen. Und vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht fallen euch auch noch Situationen im vergangenen Leben ein. Also da geht es ja nicht um Vollständigkeit, sondern es geht wirklich um dieses Gefühl immer wieder zu verstärken. Oh mein Gott, wow. Wie mächtig bin ich jetzt eigentlich, gerade jetzt, wo ich vielleicht denke, oh mein Gott, und das mit diesem ganzen Krieg und Corona und keine Ahnung was und oh, ich bin ja so machtlos. Oh, wie geil, wenn ich mir wieder bewusst werde, wie unfassbar mächtig ich gerade bin, mir ein Gefühl von Machtlosigkeit in dieser Situation zu kreieren. Und das ist ein Lebensgefühl, Leute. Das entdecke ich gerade auch nochmal, also auf einer anderen Ebene, komplett neu. Wie du nach einer Woche, wenn du das wirklich eine Woche lang jeden Tag durchgehst, wie du nach einer Woche auf die Straße trittst, das unterscheidet sich völlig von dem, wie du eine Woche vorher auf die Straße getreten bist. Du weißt, du bist der Schöpfer und du trittst als Schöpfer auf die Straße und du trittst als Gott auf die Straße. Da ist kein Spielraum mehr für irgendeine Situation, in der du nicht weißt, dass du alles, was du fühlst, jetzt gerade fühlst, weil du deinen Fokus darauf gerichtet hast, weil du deine Macht darauf gerichtet hast, weil das jetzt die von dir unbewusst oder bewusst bevorzugte Erfahrungsweise dieses Momentes ist. Und du weißt es. Und du musst dann gar nichts daran ändern. Das ist das Schöne. Du kannst dich weiter genauso fühlen. Aber du weißt jetzt, dass es aus dir kommt, dass es deine Spielwiese ist, dass es dein Spiel ist, dass es dein Film ist, den du gerade drehst. Mit dir als in der Hauptrolle. Und in diesem Sinne wird eben auch das Osterretreat sein, das ich gerade heute mehr oder weniger festgemacht habe, dass am Bodensee stattfinden wird und indem wir genau dieses Machtbewusstsein, was vor allem ein Bewusstsein von Liebe ist, das ist nicht zu vergessen, dieses Liebesbewusstsein wirklich in den Alltag einweben und wirklich bei jeder Tätigkeit, bei jedem Gespräch, bei jedem Handschlag, bei jedem Atemzug, den wir tun, uns wirklich
in jedem Augenblick in dieser Präsenz befinden. Und wir werden auch nach dieser Woche, die es dann wahrscheinlich sein wird, nie wieder mit demselben Bewusstsein irgendwo sein. Also das sind so, das sind gerade meine Angebote, die ich, in denen ich gerade sehr aufgehe. Vielleicht ist was für euch dabei. Schaut auf meine Webseite und möchte einfach feiern, was ihr für Schöpfer seid, was wir alle gemeinsam für Schöpfer sind und euch dafür danken, dass ihr in jedem Moment des Bewusstseins ausstrahlt und anderen Leuten mitgibt, weil gerade das sind jetzt die Zeiten. Das sind die Zeiten, für die wir hergekommen sind, indem wir uns unseres Schöpfertums wieder bewusst werden und anderen, die sich jetzt noch machtlos fühlen, genau das mitgeben, weil ganz im Ernst, das ist keine Option mehr für uns, uns machtlos zu fühlen. Das ist keine Option mehr. Es ist keine Alternative mehr für uns. Und in diesem Licht, dieses Licht anderen mitzugeben, leuchtender da zu sein und zu sagen, nee, Moment. Nein, du bist nicht machtlos. Ich zeig dir, dass wir nicht machtlos sind. Einfach dadurch, dass ich es weiß.